Grüße euch, meine Lieben, zu den Tageskarten vom 12. bis zum 14. März 2018. Ich habe mich jetzt so entschieden, wir haben eine gemeinsame Botschaft der Engel, die Jokerkarte der Woche, spirituelle Geldanziehung, weil ich finde die jetzt einfach super, die Affirmation unserer Krafttierkarten. Dann haben wir hier drei Legungen, darfst dich, also das ist einmal aus dem Erzengel-Tarot von Dorian Watchew und darunter gibt es noch für dich speziell eine Engelbotschaft, passend, beziehungsweise die passen einfach jetzt zusammen, kannst dich entscheiden zwischen dem gelben Glasherz, das so ein bisschen gesprenkelt ist, dem weißen Schaf und unserem Osterhäschen. Ja. Um hier mit unter den Neid ein bisschen abzuleiten oder von uns abzuhalten, habe ich den Turmaliten draufgelegt und hier in Bezug auf den Buchfinken habe ich uns, um die Affirmation zu unterstützen, den Aventurin dazugelegt. Den Zylit trage ich im Moment bei mir. Für uns alle ist das Thema einfach, ich habe die Karte gezogen und meinte, das Thema gilt uns alle an, das Umweltbewusstsein, wenn wir hier wirklich auch mal rausgehen in die Natur, nicht nur vielleicht Flaschen aufzuheben, wo Pfand drauf ist, wie es mir jetzt geht, sondern dass man vielleicht wirklich mal so zwei, drei Sachen aufhebt und wir waren einfach so spontan, wir waren spazieren und haben uns über die Schneeglöckchen gefreut, aber den Plastik drumherum fand ich jetzt nicht so hübsch. Und die Tagestendenz für den Montag, den 12. März 2018 habe ich hier den Hund, die Freundschaft. Jetzt sollte ich auf Anhieb auch das Buch von Iris Trepner finden. Ich habe es natürlich verlegt. Ne, das ist jetzt. Nee, gar nicht. Ich habe die Louise L. Hay Karten weggetan. Das war's. So, der Hund. Sinnspruch, wer treu ist und vertraut, ist auf Dauer im Vorteil. Sinn, Worte, also Stichworte, Treue und Freundschaft, Tagestendenz. Sie sind sozial eingestellt. Das Wohl ihrer Mitmenschen liegt ihnen am Herzen. Sie helfen gern bei Renovierungsarbeiten oder kochen für Freunde und Familie. Heute aber werden sie verwöhnt oder es wird ihnen geholfen, weil ihnen die Arbeit derzeit über den Kopf wächst. Okay. Vielleicht bittet man auch jemand um Hilfe. Nee, so, hey, wie sieht's aus? Könntest du mir im Frühjahrsputz helfen? Und ja, renovieren geht halt einfach auch schneller und leichter von der Hand, wenn man geholfen bekommt. Jetzt wird's mit dadurch, dass ich die neuen Lennemond-Karten habe für den Dienstag. Hier haben wir das Labyrinth und da steht natürlich bei Iris Trepner nichts drin. Aber ich lese es mal einfach aus dem Buch vor. Ja? Wenn du glaubst, alles getan zu haben, was du hättest tun können, dann rennst du gegen eine Wand und musst wieder von vorne anfangen. Ich bin das Labyrinth, das dich am Laufen hält und durch Fehler lernen lässt bis zum Ende. Es gibt keine Abkürzungen zum Erfolg, mein Freund. Bei dieser Karte geht es darum, ihren Weg durch einen verwirrenden Strom von Ereignissen, häufig mit vielen Fehlern verbuchen zu finden. Sie haben vielleicht Ziele und Bestimmungen, die Sie erreichen möchten, aber das kann sich schwieriger als erwartet gestalten. Ihre Straße ist nicht gerade, sondern voller Abzweigungen und Kurven. Egal wie
viel sie planen und taktieren, irgendwann werden sie unvermeidlich mit Fehlern konfrontiert, seien sie auf ein paar falsche Abzweigungen und Sackgassen vorbereitet. Das Labyrinth zwingt sie bei Bedarf, ihre Schritte zurückzuverfolgen und eine andere Route einzuschlagen. Manchmal gibt es einfach keinen direkten Weg, um Gruppierungen und Neustarts bedeuten kein Versagen. Sie gehören zum Prozess, auch wenn Sie sich zurück zum Anfang versetzt fühlen. Können Sie noch einmal mit neuen Informationen und größerem Wissen über die Gegebenheiten beginnen. Das Labyrinth kann ein Puzzle oder ein Problem darstellen, das rationale Ableitungen für die Lösung braucht. Es gibt keine einfachen Antworten oder Abkürzungen. Ein enger Blickwinkel hält Sie davon ab, das Gesamtbild zu sehen. Beachten Sie, dass auf dieser Karte mehr als eine Person abgebildet ist. Die Person lautet, dass Sie nicht alleine auf dieser Reise sind. Andere stehen vor den gleichen Herausforderungen und können Ihnen helfen, eine Lösung zu erarbeiten. Diese Karte könnte auch Ihre fehlgeschlagenen Versuche zeigen, sich mit anderen zu verbinden. Etwas trennt sie von Menschen oder Zielen und jetzt ist nicht die Zeit, anderen den Rücken zuzukehren, während sie ihren nächsten Schritt berechnen. Sollten sie nicht nur darüber nachdenken, wie sie allein vorankommen, sondern wie sie zu Gruppenlösungen beitragen können. Super, dass jeder auch zufrieden ist, ja? Okay, und beim Mittwoch, die Tagestendenz ist jetzt wesentlich einfacher. Wir haben hier mitunter das Schiff. Die geistige Reise ist ohne Ziel und Ende, auch Unternehmungen. Tagestendenz, eine kleine oder auch große Reise steht bevor oder wird geplant und dann auch umgesetzt. Es geht in die Ferien. Sie unternehmen eine Wochenendtour oder einen Tagestrip. Es ist jedoch auch möglich, dass Sie sich einfach zurückziehen und Ihren Gedanken freien Lauf lassen, um neue Erkenntnisse zu gewinnen. Schön. Dann so die, wir laufen ja hier mitunter auch auf den Neumond zu und die Joker-Karte passt hier einfach auch super mitunter hinzu. Wenn dir ein Name oder Wort partout nicht einfallen will, nützt es nichts, das Gesuchte krampfhaft herbeizwingen zu wollen. Es fällt dir erst ein, wenn du nicht mehr daran denkst. Genauso ist es auch mit dem Bestellen. Loslassen aktiviert die Leitung zum Universum. Und unser aller Engelbotschaft, Engel der Träume. An dich und deine Träume zu glauben bedeutet, eine erfüllte Zukunft zu erschaffen. Wonach sehnt sich dein Herz und deine Seele? Beginne jetzt damit, deine Träume bewusst zu leben. Schenke deinem Engel das Vertrauen, dass er an deiner Seite ist und dich bei der Erfüllung deiner Wünsche unterstützt. Vertraue deinem Herzen und deinen Träumen, so können sie in Erfüllung gehen, auf welche Art und Weise auch immer das geschehen wird. Super! Also, dieses Wirrwarr, das wir hier vielleicht mitunter auch haben, ja, am Dienstag, wir brauchen uns hier definitiv nicht verrückt zu machen, sind alles Lernaufgaben, die wir hier mitunter auch gehen. Und geh unbeirrt. Jetzt schauen wir mal nach. Bei wem schauen wir denn nach? Wir nehmen hier das weiße Schaf. Und hier haben wir einmal, ändere dein Leben, Erzengel Samuel.
Wow, eine wunderschöne Stadt mitunter. Eine plötzliche Enthüllung, die Freiheit anbietet, schiebe die Dinge nicht länger auf. Nimm die Gelegenheit an, die Veränderungen dir bringen. Vielleicht begegnest du in diesem ganzen Wirrwarr, ne, also mir ist jetzt auch schon passiert. Ich habe an eine Person gedacht, ja, und dann denkt man so vor sich hin und denkt und denkt und ist unterwegs und dabei läuft einem auf der anderen Straßenseite die andere Person, an die man hier gedacht hat, an einen vorbei und man hat sie gar nicht gesehen. So Tage später, und ich so, ach Gott, guck mal, ne? Also, passt dieser Spruch mitunter auch, also solange man denkt gerade auch an jemanden und wünscht sich das so sehr, dass man aneinander vorbeiläuft. Naja, das ist aber schade. Erzengel Samuel. Erzengel Samuel spricht, werde ich am Ende vorlesen. Okay, dein Engel ist hier Engel der Leidenschaft. Dein Engel regt dich dazu an, mit der ganzen Kraft deines Herzens zu lieben und zu leben. So kannst du die Vielfältigkeit des Lebens auskosten und genießen. Richte deine Gedanken, Worte und Handlungen auf ein Ziel und packe die Dinge mit Begeisterung an. Die Botschaft eines Engels, lebe jeden Tag, als wäre es dein letzter. Auf jeden Fall. Also ich bin auch einkaufen gegangen, an einem Tag bin ich ein bisschen offener gewesen, ja, weil es auch so in den Tagen mit unter Karten drin stand, in den Wochenorakel, war aufmerksamer und schaute so um, musste in ein Geschäft für noch ein Getränk zu besorgen. Und mir kam jemand entgegen. Und ich so, ja, der kommt mir so bekannt vor, der kam mir so bekannt vor. Und ich habe den wirklich seit meinem 16. Lebensjahr nicht mehr gesehen. Aber ich bin eigentlich mehr oder weniger mit meinem Rollator ausgewichen, dass wir nicht aufeinander uns gegenseitig anrempeln, ja, oder ich mit meinem Rollator gegen sein Bein. Das wollte ich ja nicht. Ich wollte ja niemand verletzen. Und Stunden später, ja, ist mir eingefallen, hey, den hast du doch mit vor 16 Jahren hast du dich mit ihm sehr gut unterhalten. Er war adrett angezogen, er war gut angezogen. Ich so, hey, spitze, ja, das, warum habe ich ihn nicht drauf angesprochen, woher man sich kennt, ja? Man hat sich zugelächelt und genickt, ja, aber so richtig wusste man nicht, ja, woher, ne? Okay, aber im Laufe des Tages habe ich abends dann wieder jemanden kennengelernt oder auch beziehungsweise über Facebook wieder getroffen und dann waren es jetzt vielleicht nur 10, 12 Jahre, wo der Abstand her ist, wo man sich gesehen hat und irgendwie hat man so den Eindruck, man hätte sich noch weiter voneinander entfernt und das andere sich irgendwo nicht geändert haben. Dass es dann einfach auch besser ist, die anderen auch wieder gehen zu lassen. So, das war so scharf hier. Wir kommen zum Herz. Und deine Karte ist 3 Ariel. Gewisse Kunstfertigkeit, ne? Kommt. Tu das, was du liebst. Eine Zeit großen persönlichen Wachstums in deinem Beruf oder im künstlerischen Aktivitäten. Mit anderen kooperativ zusammenarbeiten. Es ist aber auch Kreativität angesagt, ja? Also nicht nur hier den Kopf zerbrechen und hü und hot, lenke dich mit anderen Gedanken ab, ja? Mach auch wieder etwas Künstlerisches, um hier auch in deine Mitte zu kommen. Etwas, was du gerne machst, wo dein Herz mitunter auch dran liegt. Bekommst du ja auch unheimlich viel Energie und dein Engel ist hier mitunter
der Engel des Erfolgs. Dein Engel ermutigt dich, an deinen Erfolg zu glauben. Erweitere deine Grenzen und wage dich an Aufgaben heran, die dir bisher Angst gemacht haben. Wenn du fest daran glaubst, kann dir alles gelingen. Super. Also ich habe auch ein Experiment vor. Das werdet ihr noch zum späteren Zeitpunkt mitbekommen. Also hier. Ja, sie hat ein kleines Flugzeug gebaut, ein Musikinstrument, eine Schatulle mit Licht und ja, da liegt ja auch auf jeden Fall das Herz mit dran. Basteln, Hobby, Malerei. Und dein Engel 4, Ariel. Erinnert mich jetzt so ein bisschen. Ja, wir haben hier die... Wenn du gibst, empfängst du gleichzeitig Widerstand gegen Veränderungen. Extreme hinsichtlich der Art, wie du Geld sparst oder ausgibst. Ja. Ich denke, du... kannst dir alles leisten, was du möchtest. Aber du solltest hier einfach auch ein bisschen in die Meditation mit untergehen. Ja, vielleicht nicht zu viel Schokolade jetzt hier ausgeben. Es wird mitunter angeboten. Wir sind zum Kaufen animiert. Ostern steht vor der Tür und nicht, dass wir hier wieder in so ein Völlegefühl mitunter auch reinkommen. Manchmal kauft man ja so ähnlich wie vor Weihnachten, wo man dann schon den Osterhasen kauft und die Ostereier und sagt, okay, wenn Ostern ist, dann versteck ich sie. Wir haben noch 3 Wochen bis Ostern. Na, gut 2,5 Wochen. Also, 22. 23. wird auch noch reichen, den Osterhasen zu kaufen. Aber das kann jeder machen, wie er möchte. Ja, also mir ist dann so ein kleiner Lind-Osterhase am liebsten, wenn er noch so klein ist. Auf jeden Fall, ich wollte jetzt einfach sagen, ja, der ist von der Oma. Das ist der, der von der Oma ist. Aber die verschenkt natürlich Lind-Schokolade und dem Glöckchen und es ist für mich schon ein Kindheitserlebnis. Ja, natürlich habe ich auch andere Hasen schon bekommen und die sind dann meistens so vor Ostern schon zum Schlachten verurteilt. Ja, ich habe leider Lebensmittelallergie, also Thema Schokolade und hartgekochte Eier gehe ich dann doch mehr oder weniger aus dem Weg. Okay, deine Engelsbotschaft ist hier Engel der Heiterkeit. Lachen ist die Kraft, die das Dunkle vertreibt und Sonne in dein Leben bringt. Wenn du positiv mit fröhlichem Gemüt durchs Leben gehst, bist du ein glücklicher und ausgeglichener Mensch. Die Botschaft deines Engels sei stets heiter und vergnügt und betrachte die Dinge von ihrer positiven Seite. Super. Also, deine Art, wie du mit Geld umgehst, teile sie dir ein, ja, nicht zu sparsam und nicht zu verschwenderisch, und dann bekommst du das richtige Mittelmaß. Und mein höheres Selbst bringt mir alles, was ich brauche, zur idealen Zeit und auf perfekte Weise. Unsere Affirmation: Ich schütze mich jetzt gegen energetische Beeinträchtigungen. Äußere und innere Klarheit verschaffen mir Zugang zu meinem Lebensfluss.
Und Erzengel Samuel. Spricht, ich lenke euren Blick auf das Seelenherz und zu dem wahrhaftigen Gedanken, dem Gott innewohnt. Mein Feuer der Liebe entspringt dem Zentrum der göttlichen Flamme. Ich mache euch von innen heraus warm und durchflute euch mit rosafarbenem Licht. Ich stärke euren Glauben in die Liebe Gottes, schenke euch Zuversicht und Vertrauen in das Leben. Meine Energie ist verspielt und konzentriert, sich dennoch auf das Wesentliche. Sie führt zur Wahrhaftigkeit, sei wahrhaftig in euren Reden und Taten, so seid ihr wahrhaft in der Liebe Gottes. Ich stehe euch in Zeiten des Kummers und wenn ein Verlust euer Herz besperrt, bei. Seid euch der göttlichen Fürsorge durch mich bewusst, Samuel, euer Bruder im Licht. Gottes Freude und Liebe entspringt meinem Herz. Ich gebe sie von dort in die Welt. Ich fühle mich geborgen und genährt in der mütterlichen Liebe Gottes. Ich trage Gottes Liebe in meinem Herzen. Sie ist der Schlüssel zu meiner Heilung. Ja, dass hier mitunter ein bisschen mehr Klarheit reinkommt. Also ich brauche das hier definitiv für den Dienstag. Bin mal gespannt, welche Projekte es hier mitunter sind und ob ich mich hier wirklich mittwochs auf einen Tagesausflug einlasse. Lassen wir uns überraschen. Geht in die Meditation, stärkt euch und dann kann euch hier niemand etwas anhaben. Nur ein bisschen mehr Umweltbewusstsein, ein paar Träume mehr umsetzen, schadet gar nicht. Ich hatte für mich separat eine Karte gezogen, eine Joker-Karte für die letzte Woche. Und was meint ihr, was dabei rauskommt? Kam. War, fühlst du dich unentschlossen? Kein Problem. Warte eine Woche, dann kannst du dich immer noch entscheiden. Jesu, ja, klasse, das ist doch perfekt. Perfekt, es hat gepasst. Ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit. Tschüss.